Ja, hallo zusammen und seid gegrüßt zu einer weiteren Folge von Let's Play Xenoblade Chronicles. Für mich beginnt heute hier und jetzt eine neue Aufnahmesession. Und ich habe, dadurch, dass ich beim letzten Mal relativ viel aufgenommen habe, oder weiß ich nicht, keine Ahnung, woran es jetzt lag, dass ich irgendwie jetzt ein paar Tage nicht mehr gespielt habe. Ich glaube, die letzte Aufnahmesession war ein bisschen länger als die vorigen, ist ja auch egal. Auf jeden Fall habe ich beim letzten Mal an einer guten Stelle aufgehört und weiß ehrlich gesagt nicht, ob ich vorhatte, offscreen irgendwas zu machen. Kein Plan. Aber ich habe mich jetzt mal ein bisschen durch die Hauptturmdach, okay. Ja, ich habe mich durch die Hauptturmdach. Nee, ich habe den ein oder anderen Kommentar mir mal wieder ein bisschen genauer durchgelesen. Und mal geschaut, was ich so von euch an Hinweisen bekommen habe zum Thema, ich weiß gar nicht, wie diese Animation heißt, diese Todessterbewarnung im Kampfgetümmel, wenn du dann immer diese komische Vision hast, die, glaube ich, durch das Monado zustande kommt, dass du gleich verrecken wirst und wer und wo und überhaupt. Wir müssen mal beim nächsten Mal, wenn das passiert, darauf achten, beziehungsweise ich muss darauf achten und mal gucken, ob das, was ich heute gelesen habe, ob ich das darauf beziehen kann. Warte mal, hier gibt es neues Zeug. Oder ist jetzt Expanter irgendwie das super seltene Item von dem Gebiet hier? Ich weiß es nicht. Lass uns mal eben gucken. Zentralfabrik, die sieht mir aber relativ vollständig aus. Ich würde sagen, in der Zentralfabrik haben wir alles. Ich habe nicht gesoffen, ich schwöre. So, Fleischtoffel. Von seltsamer Konsistenz, fühlt sich im Mund wie Hackfleisch an. Das kann doch nur gut sein. Blautoffel. Ihr feines Aroma ist von angenehmer Süße umhüllt. Ja, also wer das nicht sehen will, der kann das natürlich skippen, ne? Kann man ja ganz übersichtlich machen auf YouTube. Prismafüßler registrieren. Reflektiert und bricht das Licht. Die 100 Füße verstärken den Effekt. Okay, Kabelmaus. Liebt es, Haubitzenkabel zu knabbern? Haubitzenkabel zu knabbern, okay. Geißel jedes Mechanikers, ja, das glaube ich in zweierlei Hinsicht. Hat öliges Fell, seine trüben Augen lassen ihn unglaublich süß wirken. Ich finde, Ölfuchs klingt auch süß, aber alles, was das Wort Fuchs beinhaltet, klingt irgendwie niedlich. Bei Käfer sehe ich das hingegen etwas anders. Taukäfer, feucht vom Morgentau, fühlt er sich wohl, trocken wird er schrumpelig. So schade aber auch für ihn. Rätselhaftes Fluginsekt, über ihre Lebensweise ist fast nichts bekannt. Okay. Habe ich schon mal erwähnt, dass ich, es ist jetzt voll unwichtig, was ich sage, ja, also so wie wahrscheinlich 90% meiner ganzen Let's Play-Kommentare, aber bei registriert, da steht jetzt 43%, ne? Ich finde die 4 ist voll hübsch. Also so von der Schriftart her. Wisst ihr, was ich meine? So, weißes Styrol. Metallischer Kunststoff mit transplantiertem weichen Fell. Besitzt langes, schlaffes Haar, nicht sehr hübsch anzusehen. Schwarzes Styrol. Blutöl. Rotes Öl, das anscheinend so etwas wie das Blut der Mekon ist. Aha. Zielzwangresistenz. So, so. Technik. Engelsmotor X. Dieser Motor hat die Form eines Engels, der mit den Flügeln schlägt. Blattfeder. Blattgrüne Feder. Man könnte auch damit herumhüpfen. Kriegerschraube. Sie ist leicht verrostet, aber das ist ihr egal. Freche kleine Schraube. Okay. Gut, eine Schraube mit Willen hat man auch nicht alle Tage. Rauchzylinder. Von einem zweifelnden Dunban benannt. Woher kommt der Dunst? Ach, guck mal. Gut, dass ich das noch kombiniert habe, ne? Weil das haben wir gerade eben bekommen. Ich glaube, das, ja, im Besitz eins. Ein einziges Mal. Von Schala nach Gefühl benanntes Objekt, elegant wie ein Panther. Nobelteile. Fiora errötete bei der Namensfindung formschöne Teile in Weiß. So, so, damit haben wir sie, die 100% Technik, Heilung 4. So muss das. Cool, das nenne ich doch mal. Gut und gelungen. Machina Ramme 3. Ich glaube, das können wir uns durchaus auch gleich mal angucken. Die gute Machina Ramme. Ich will nach Galahad zurück. Ich habe da noch Missionen. Ich wette, ich werde die nicht mehr abschließen können. Ich habe das leider im Gefühl. Aber die sind in meinem Missionsbüchlein, sind die ja noch drin. So, warte mal. Ich muss jetzt erstmal gucken, wer diese Machina Rammen überhaupt bedienen kann.
Beziehungsweise wem die gehören. Auf jeden Fall hat gerade niemand eine Ramme. Ich würde das am ehesten bei... Ach nee, bei Riki hätte ich es jetzt am ehesten vermutet. Aber guck mal hier. Physische Abwehr, Crit und Agilität geht runter. Physische Abwehr, kritische Treffer und Agilität, ja. Das liegt dann aber auch nur an den Juwelen und nicht daran, dass dieser Machina-Wächter außerordentlich gut wäre. Warte mal, was kommt nicht hier noch oben drauf? Oh, da ist Doppelangriff drauf. Boah, Leute, ich glaube, das muss der kriegen. Dann ist der ja so allmächtig wie Dunben gerade. Also ich schätze einfach mal, dass Doppelangriff super, super hilfreich ist. Ich würde sagen, er bekommt das jetzt einfach. Auch wegen dem erhöhten Mindest- und Max-Schaden und ja, dadurch, dass er prima als Damage-Dealer eingesetzt wird. Ja, wobei, eigentlich nehme ich ihn ja eher als Tank, aber das kommt, das eine schließt ja das andere nicht aus. Dann ist er jetzt halt ein bisschen offensiver und wird das schon irgendwie überleben, oder? Oder Spiel? Ich finde diese Aussicht hier außerordentlich beeindruckend. Die ist halt auch irgendwie so ein bisschen beklemmend, weil es aussieht, als würdest du in einem riesigen Ofen oder in einer Fabrik, also gut, am Ende ist es ja auch eine Fabrik, so gesehen, wandeln. Und das ist vor dem Hintergrund, dass wir halt nicht auf unserem geliebten Bionis sind. Das auf Feindesseite zu erleben, ist halt beklemmend. Dein Weg wird von einer elektrischen Barriere versperrt, schalte sie ab, um auf den Hauptturm zu gelangen. Schalte die... Ja, die elektrische Barriere. Weißt du Bescheid? Ich kann heute nicht mehr reden. Aber es ist auch warm. Es ist warm. Und wer mich nicht erst seit heute kennt, der weiß, dass ich ein Winterkind bin, okay? Ich liebe den Winter. Ich werde mich im Winter niemals über irgendeine Temperatur beschweren. Dafür bin ich im Dauerpöbelmodus, wenn Temperatur, Gradzahlen auf plus oder auf über 20% klettern und das ist momentan deutlich drüber und ich nehme das gerade spät abends auf und trotzdem lässt es sich jetzt schon nicht aushalten und das ist gerade erst der Anfang, das heißt wir werden uns wahrscheinlich in nächster Zeit noch viel Gejammer von mir anhören können. Ich versuche das ein bisschen in Zaum zu halten, aber heute ist das meine Ausrede für mein eventuelles Versagen, also zumindest im Vorlesen habe ich hier schon mal versagt. So, was machen wir? Was habe ich denn für ein Level? 65. Das sieht doch gar nicht so schlecht aus. Kriege ich die jetzt einzeln gepult? Warte mal, alle zu mir, alle zu mir, alle zu mir. Ich will jetzt nicht auf den zulaufen. Also auf die beiden zulaufen, weil ich sonst befürchte, dass ich den da hinten auch pulle. Ich glaube, der hat uns nämlich gerade nicht im Visier. Nein. Warte mal, bleib jetzt erstmal bei dem. So, ich weiß nämlich zum Beispiel, also so viel kann ich schon mal vorwegnehmen, dass wenn ein Gegner imstande ist, mir einen Todesstoß zu versetzen, und wir sehen das in dieser komischen Vorschau-Animation, dann ist Schulk die beste Lösung, denn er kann mit seinem Schild den bevorstehenden Tod abwenden, wenn sein Techniklevel angemessen hoch ist, irgendwie so. Oder ich kann den Gegner, was aber deutlich schwieriger sein soll, umwerfen, um zu unterbinden, dass er seine Aufladung für den tödlichen Schlag vollzieht. Ja, ich glaube, ich habe das ganz gut zusammengefasst. Wie gesagt, ich habe das eine Minute, bevor ich auf Aufnahme gedrückt habe, mir nochmal durchgelesen. Einfach weil ich so langsam Panik habe, dass ich irgendwann das Spiel durchspiele, ohne es zu raffen. Und jetzt ist es halt spät, aber hey, immerhin habe ich es, glaube ich, noch gecheckt. Aber ich werde trotzdem deswegen jetzt nicht Schulk die ganze Zeit im Team behalten. Auch wenn es, ja, scheint die einfachste Variante zu sein, gerade bei stärkeren Gegnern, aber trotzdem. Und mir wurde empfohlen, mehr mit Geschenken zu arbeiten, um meine Freundschaftswerte nach oben zu treiben. Habe ich bisher auch noch nicht gemacht. Genauso wie ich auch das Thema Juwelenverarbeitung oder Juwelenschmiede schmerzlichst vernachlässigt habe. Auch da geht sicherlich noch was. Ich weiß halt nur nicht mehr, und das ist mir ein bisschen unangenehm, aber ich weiß halt auch nicht mehr, wie das geht, ne? Deswegen ja, bin ich da ein bisschen beschämt, wenn ihr versteht, was ich meine. Das ist, als müsste man jetzt auf eine Fahrradtour gehen und kann gar nicht Fahrrad fahren. Und schämt sich und meldet sich deswegen krank. So, versteht ihr, was ich meine? Ergibt das irgendwie Sinn, was ich sage? Ich weiß es nicht.
So, wie waren hier nochmal meine Taktik? Sehr starker Angriff. Wollte ich mir eigentlich fürs Ende aufheben. Ich mach's jetzt mal nicht. Boah, der macht jetzt schon fünfstelligen Schaden. Okay. Machen wir jetzt hier mal da. Krieg ich nochmal eine Chance? Bitte. Ah, der sieht so cool aus, der Gegner. Ich glaube, der kann nichts. Zumindest nicht auf diesem Level. Der ist so ein bisschen, erinnert er mich an die Dogmas aus, zwei, drei Ebenen vorher. McConnes Hallen war das, genau, wie wir gesehen haben. Die hatten damals auch immer schon so ein hohes Level und sahen so übertrieben stark aus. Und dann ging die aber, finde ich, voll klar. So, und wenn ich das jetzt hier richtig sehe, dann haben wir gerade zwei Aufstiege. Nämlich einmal hier und einmal da hinten. Am Ende wird das wahrscheinlich alles in die gleiche Ecke führen. Aber ich gehe jetzt erstmal hier gucken. Ey, wobei, warte mal, hatten wir nicht in irgendeinem Gebiet, war das in der letzten oder in der vorletzten Folge, noch Aufzüge, die ich mir nicht angeguckt habe? Ich erinnere mich dunkel, das sah irgendwie auch so aus. Also gut, wenn ich irgendwas ausgelassen habe, dann schreibt ihr mir das ja in die Kommentare, ne? Ich bin momentan so gut wie gar nicht großartig am Vorproduzieren. Also deswegen komme ich das auch relativ zeitnah momentan mit. Kraftfeld-Schalltafel, gucken wir mal. Ich weiß gar nicht, unter dem letzten Video stand, glaube ich, kein Hinweis, dass ich irgendwas ausgelassen haben könnte. Und online ist es schon. Aber na gut, ich glaube, die wirklich wichtigen Sachen, die teilt ihr mir mit. Und wenn ich von euch nichts höre, dann werde ich wahrscheinlich nichts Elementares verpasst haben. Ich weiß auch, dass ich das Ausmaximieren meiner Techniken nur über Bücher realisieren kann, die Gegner droppen, also die ich wahrscheinlich dann nicht mehr bei irgendwelchen Händlern oder so kriegen werde. Was natürlich diesen Ansatz, warte mal, wo war denn hier die andere Rampe nach oben? Ach da. Diesen Ansatz, den ein oder anderen Gegner, wie zum Beispiel Crossell oder dieser Revoluzza Bifrons oder wie der heißt, hieß, der ist ja jetzt eigentlich tot, ne? Der wird irgendwann wieder respawnen, die einfach öfter zu machen, in der Hoffnung, vielleicht mal ein Buch zu bekommen, was uns wirklich nützt, ne? Aber es ist halt auch so ein bisschen nervig, die zum Respawn zu bringen. Das kostet dann halt wieder Zeit, ne? Und die habe ich nicht. Also ich bin leider weg von den Zeiten, wo ich immer ein bis zwei Wochen vorproduziert habe. Deswegen kommen momentan auch keine Streams. Weil ich froh bin über jede Woche, wo es keinen Partausfall gibt. Wisst ihr, was ich meine? Und ich habe ja schon immer gesagt, mir ist der Sendeplan von YouTube immer wichtiger. Den priorisiere ich immer stärker als Streams, die so ein bisschen Beiwerk sind. Ne? Ich weiß, das erfreut sich ja großer Beliebtheit. Und heutzutage musst du ja, um irgendwie, weiß ich nicht, so Gaming-Content zu bringen, unbedingt auf viel Stream und so, aber ist mir egal. Es geht hier nicht um Reichweitenmaximierung auf diesem Kanal, sondern um ein bisschen Feierabendfreuden einer alten, hart arbeitenden Frau, die glücklich ist, ab und zu mal ein bisschen ihrem Hobby frönen zu können. So und nicht anders läuft das hier. So, warte. Warte. Einmal bitte das hier. Auch wenn ihr mich jetzt voll demotiviert habt mit dem Hinweis, dass das nicht so viel bringt. Und dass ich doch lieber meine Leute beschenken soll. Aber nö. Ich weiß nicht mal, was man denen überhaupt schenkt. Ich weiß noch, wir haben relativ früh, als das Let's Play anfing, hatten wir das Thema, glaube ich, schon mal. Wie, wo, was und überhaupt. Also kann ich alles an alle verschenken? Ich weiß echt nicht mehr, wie das war, ne? Ich weiß auch, ich habe so viel in der ersten Kolonie gelernt, aber das ist auch schon wieder so lange her. Und das war am Anfang auch ganz schön Reizüberflutung, ne? Und dann noch die Pause und so. Ja, ich bin schon wieder im Ausredenmodus, ich weiß, aber manchmal ist das so. Und das ist tatsächlich die Begründung dafür, warum ich all diese Dinge nicht mehr weiß. Es ist eine Kreuzung aus, ist zu lange her und ich habe Kurzzeitgedächtnis. Weißt du? Andere haben Rücken, wieder andere haben Migräne und ich habe Kurzzeit. Hm. So ist das bei mir. Okay, ich habe irgendwie gerade 10.000 Wege und kein Peil, welche Reihenfolge jetzt sinnvoll ist. Also das Gute ist, hier kann ich mich auf jeden Fall hinporten. So, scheint also irgendwie wichtig zu sein. Das sieht aus, als wären das Bedienfelder, aber wirklich bedienen kann ich hier nichts.
Außer durch die Glasscheibe gucken, aber davon können wir uns auch nichts kaufen. So, warte mal, hier kann ich mich porten. Das heißt, ja, was heißt das? Ich guck mal erstmal kurz nochmal, wie die Karte hier aufgebaut ist. Es sieht für mich sehr richtig aus, aber wisst ihr was? Es sieht hier, finde ich, auch so aus, als würde man, wenn ich jetzt da lang laufe, vielleicht die andere Rampe erwischen, die noch offen wäre in dem einen Gebiet, wo ich gerade eben noch auf die zwei Rampen verwiesen habe. Ich hoffe, ihr könnt mir noch folgen. Also in meinem Kopf ergibt das gerade voll Sinn, was ich sage. Aber Adressat und, ne, also Sender und Empfänger, so rum, nicht Adressat. Weil man damit das gleiche hätte aufbauen können. Oder meinen können. Ja, Formulierung ist heute nicht meine Stärke. Leute, ich schlafe aktuell viel zu wenig. Und jetzt ist wieder das Wetter schuld. Ja, das Wetter ist an vielem schuld. Es ist an vielem schuld. Aber ich werde nie über Kopfschmerzen klagen. Ich habe Gott sei Dank in den allerseltensten Fällen welche. Immer wenn ich irgendwie Wehwehchen habe, sei es wetterbedingt oder krankheitsbedingt, dann ist es immer die Müdigkeit, über die sich alles bemerkbar macht. Und ja, so ist das dann manchmal. Ich habe zwar jetzt viel Koffein hier neben mir zu stehen und auch schon viel davon heute vernichtet, aber ich muss leider von meiner Wachheit abhängig machen, wie viele Parts ich heute aufnehmen kann. Aber wisst ihr, was cool ist? Das ist genau diese Rampe, auf die ich gehofft hatte. Und ihr seht es wahrscheinlich schon und denkt euch, ey, warum läuft die da runter? Die hat's doch schon längst erkannt. Ja, da möget ihr recht haben, aber man weiß es nicht zu 100%. Die Gebiete sehen hier teilweise alle sehr ähnlich aus. Und jetzt lass mich noch mal einmal kurz auf die Karte gucken, um wirklich, wirklich auf Nummer sicher zu gehen. So, was war hier nochmal? Da ist auch irgendwas Aufzugiges. Das war doch das, wo das Ausrufezeichen vorhin war. Konnte ich da irgendwas betätigen? Ich muss jetzt nochmal ganz kurz gucken. Nee, kann ich nicht. Also konnte ich einmalig. Und ich glaube, dass. Ah, doch, 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 Moment. Das, wo dieser Aufzug, der eigentliche hier eingezeichnet ist, das ist der, der von den Barrieren da unten versperrt wird. Und diese Barrieren müssen wir jetzt lösen, damit wir auf die nächste Etage kommen, oder? Habe ich das richtig zusammengefasst? Ich weiß es nicht. Prost. So, ich bin jetzt mal ein bisschen vorgelaufen. Wir erinnern uns zurück, hier haben wir vor einer Minute oder so den Reisepunkt aktiviert. Ach so, nee, eigentlich hätte ich noch weiter vorlaufen können, weil hier war die eine Abzweigung und hier waren wir jetzt noch nicht. Und dass sich hier Gegner tummeln, sehen wir schon auf der Minimap. Das sind jetzt aber keine spektakulären, oder? Wer ist der dritte? Ach nee, es sind nur zwei. Voll den Knick in der Optik. Ich kann nicht mehr nur nicht. Also ich kann nur nicht mehr nicht. Hä? Richtig lesen? Ich kann auch keine Sätze mehr formen. Das wird immer schlimmer. Je länger der Part geht, desto mehr lassen meine Sprachskills nach. Das könnte hier noch interessant werden. Nee, ich überlege gerade ernsthaft, ob ich danach noch einen Part überhaupt aufzeichnen kann oder ob ich lieber erstmal eine Runde schlafen gehe und das dann morgen früh noch mache oder so. Keine Ahnung, oder morgen nach Feierabend. Ich muss sagen. Zu Sommerzeiten nehme ich frühmorgens lieber auf, weil ich da einfacher aus dem Bett komme. Also oft auch unfreiwillig, weil wenn dir warm ist und du nicht mehr schlafen kannst, dann kannst du nicht mehr schlafen. Dann hat das nichts mit großer Willensstärke zu tun oder irgendwie, keine Ahnung, einer anderen Technik, um schneller wach zu werden. Das ist dann halt automatisch so. Muss ich mal gucken. Soll nicht euer Thema sein. Juckt euch wahrscheinlich auch gerade überhaupt nicht. Um welche Uhrzeit. Oder wollt ihr nächstes Mal eine genaue Uhrzeiteinblendung mit Sekundenangabe, Datum und alles und überhaupt? Nö. Einfach nö. Kostet nur noch mehr Zeit. Die Zeit investiere ich dann lieber in eine weitere Aufnahme. Haben wir, glaube ich, alle mehr davon. Sag mal, hat Dunben gerade ein Level erreicht? Könnte sein, ne? Ja, also wenn ihr mir, obwohl, ne, warte mal. Ich wollte euch jetzt gerade, faul wie ich bin, dazu befragen, wie das denn jetzt nochmal mit den Geschenken aussieht. Ich will nur mal ganz kurz gucken, ob es hier eine Kategorie Geschenke gibt. Ich glaube nämlich nicht. Ach so, das hatten wir aber schon.
Wurde bereits gelesen, ja. Sehr schade. Ey, ich war noch nicht fertig. Ich wollte gucken, ob es hier eine Geschenkekategorie gibt. Ist wahrscheinlich todeslangweilig für die, die es alle schon wissen. Wichtiges. Wichtiges? Ne, Wichtiges werden wir sicherlich nicht verschenken können. Ich weiß auch nicht mehr, wie das geht. Ich habe gerade statt Beine deine gelesen. Wollte gerade fragen, wessen jetzt genau? Nee, wie geht denn das nochmal? Jetzt mal ohne Witz, mein Auge juckt gerade. Wenn ich jetzt jemandem ein Geschenk machen möchte, wie soll das funktionieren? Ach, warte mal, vielleicht muss ich erstmal ein Item auswählen. Lass mich mal einmal ganz kurz probieren. Und wenn das jetzt nichts wird, dann warte ich eure Rückmeldung ab und dann ist gut. Also wenn ich nichts schenken kann, geht davon die Welt auch nicht unter. Aber man kann ja mal probieren. So, hier kann ich nur weggeben. Kann ich Juwelen verschenken? Nö. Also ich bin wahrscheinlich voll im falschen Menü, davon mal abgesehen. Ich weiß es nicht mehr, Leute. Aber ich glaube, da würde jetzt auch zu viel Zeit für drauf gehen, sich das da irgendwie durchzuprobieren. Vielleicht lese ich das auch irgendwann mal nach. Ich glaube, da ist mir keiner böse. Sag mal, ist der Zwerg neu? Kennen wir den M36-Zwerg? Habe ich schon mal erwähnt, dass diese ganzen M-Gegner mich alle total an die Berliner Buslinien erinnern? So ist das. Könnte man auch für die ganzen Xer behaupten. Xer klingt ein bisschen wie Wichser, ne? Aber ich habe Xer gesagt. Ihr könnt jederzeit zurückspulen und ganz genau hinhören. Ich habe das böse W-Wort nicht gesagt. So, da hinten könnten wir was abbauen, wenn wir imstande wären, die Barriere zu durchbrechen. Das ist aktuell nicht der Fall. So, ich halte mich jetzt mal ein bisschen am Rand. Wir wissen ja, dass wir das Kollektikon hier schon vervollständigt haben. Deswegen können mir eigentlich auch diese blauen Boppel egal sein. Es sei denn, die gewinnen irgendwann nochmal an Questrelevanz. Hä, warte mal, wo muss ich denn jetzt überhaupt hin? Habe ich hier irgendwo ein Ausrufezeichen? Sieht irgendwie nicht so aus, aber ich habe auch noch nicht die ganze Karte aufgedeckt. Nein, das wollte ich jetzt nicht tun, was ich getan habe, sondern ich wollte einmal hier hin. Und da gucken. Durch die Zentralfabrik kann man zur imperialen Hauptstadt gelangen. Suche den Agni-Rata-Transporter im Inneren der Fabrik. Ja. Wie lange freue ich mich jetzt schon auf diese Stadt? Ich wette, das wird noch mindestens 10 Folgen dauern, bis ich da überhaupt jemals irgendwie ankomme. So, ich nehme die jetzt aber trotzdem mit, weil wir nicht mehr so weit von dem nächsten Level ab entfernt sind. Ich denke mal, ihr versteht das auch. Jawoll, ja. Das war, glaube ich, gerade eine Sechserkette, die hier gelungen ist. Das, ja, war am Ende dann doch etwas spektakulärer, als ich dachte. Aber nichts, was wir nicht auch schon im normalen Let's Play hier und da mal gesehen hätten. Deswegen gehe ich jetzt mal auf die Zeitersparnis. Was ist denn da hinten für ein dicker Klops? Kennen wir dich? Was bist du? Ich will dich anvisieren. Okay. Hi. Ich glaube, von dir halte ich mich jetzt erstmal fern. Das ist, glaube ich, für das Leben aller Beteiligten innerhalb unserer Gruppe die beste Idee. Hier kam ich nicht hin zum Aufzug, ne? Irgendwas in dem Lied, so ganz im Hintergrund, weil ich habe ein Headset auf, klar, klingt so ein bisschen wie so ein Handygebimmel. Kennt ihr das? Ich habe das auch ganz, ganz selten mal in anderen Spielen, dass so in bestimmten Tracks irgendwie so Geräusche drin sind, die mich immer wieder aufhorchen lassen. Sei es, weil die klingen, als würde die Tür irgendwo klingeln oder als würde irgendwie ein Handy bimmeln oder als würde irgendwo jemand an der Tür klopfen, so ganz eigenartig. Und hier muss ich auch die ganze Zeit innehalten, weil das ein bisschen, ja, für mich klingt wie eins meiner Handys. Und ja, ich habe zwei Handys, aber nicht, weil ich jetzt voll im Trend liege, sondern weil ich eines privat und eines dienstlich nutze. Ich bin nämlich eigentlich so überhaupt gar kein Handy-Fan. Also ich möchte meins auch nicht mehr missen, aber zwei sind mir eigentlich schon eins zu viel. Ich hasse es, irgendwie beides im Blick zu haben. Deswegen bimmelt ja auch während den Aufnahmen ständig irgendwas. Okay, der Gegner sieht mega, mega geil aus. Kann man gar nicht anders sagen. Versuchen werde ich den jetzt logischerweise nicht, aber wer weiß, vielleicht kommt da ja nochmal irgendwas. Ich habe gerade eher das Problem, dass ich keine Ahnung habe, wo ich jetzt hin soll.
Hat der Schalter, den wir da gedrückt haben, hat der eventuell die Barriere unten aufgelöst? Ich weiß es gar nicht. Ich versuche jetzt mal völlig lebensmüde hier lang zu laufen. Ja, der hat leider ein Auge. Einfach weil ich die Karte hier frei machen möchte. Wenn wir gleich verrecken, dann ist das so. Boah, ich habe so eine Ehrfurcht vor diesem Vieh. Das sieht einfach so wunderschön aus. Ich meine, wir haben schon relativ früh in Mekonis mitbekommen, was für Riesenviecher es hier gibt. Aber ich weiß nicht, sahen die ersten auch schon so cool aus? Ich weiß gar nicht, ob ich mir die so angeguckt habe. Da sind wir ja noch in dieser komischen Schlucht da lang gelaufen mit den mehreren Ebenen. Ich finde irgendwie dieses ganze Innenareal fast schöner. Also, wenn man jetzt mal den gefallenen Arm ausnimmt. Aber der, finde ich, hatte sowieso mehr Bionis-Atmosphäre als so ein typischer Mekonis-Ort zu sein. So, ich muss jetzt irgendwie irgendwas machen. Also entweder ich habe etwas übersehen oder ich muss nochmal zurück. Da oben war die Barriere. Ich muss mir das jetzt nochmal ganz kurz angucken. Bin jetzt schon wieder leicht panisch mit Blick auf die Uhr, die ich mir eigentlich nie Druck macht, aber ich habe wie so oft natürlich den großen Wunsch, und dafür werde ich jetzt alles tun, diesen Part nicht zu beenden in Unwissenheit. Also ich möchte beim nächsten Mal wissen, wo ich weiter muss. Ich versuche es mal nochmal hier, wobei da unten war sonst nichts. Wir müssen eigentlich zu diesem Aufzug. Oh. Okay. Hä? War die Barriere jetzt verschwunden oder war die noch da und ich habe sie übertreten und ich glaube, ich bin tot. Hä? Muss das jetzt so sein? Oh ja, okay. Hauptsache Amelia kriegt einmal auf den Deckel und verreckt dann schon fast. Aber die Musik rastet wieder total aus. Ich habe ein ungutes Gefühl. Ja, dann bin ich auch schon fast tot. Ich glaube, das wird volle Möhre in die Hose gehen. Ich frage mich nur trotzdem gerade, habe ich gerade irgendeinen Fehler gemacht? Ich checke nicht so ganz, wie ich jetzt hier reingekommen bin. In diesem Schlamassel. Kann man jetzt in den Kämpfen eigentlich die Mitstreiter wechseln oder geht das jetzt nicht? Alter Vater. Da ist auf jeden Fall ein 64er mit drin. Es ist gerade hier eher die Masse an Gegnern, die problematisch ist und weniger die Gegner selbst. Ach, da sind sie wieder. Schnell abhauen. Achso, warte mal, vielleicht kann ich die jetzt einzeln pullen. Ich probiere das einfach mal. Es wird jetzt wahrscheinlich wieder in die Hose gehen, aber wir gucken, warum man... Nein! Okay. Ich glaube, hier ist nichts mit einzelnen Pullen. Ich glaube, ich bin jetzt ziemlich am Arsch. Kann man das so sagen? Ja, keine Ahnung. So, kommt, dann bring mich bitte schnell zum Verrecken und dann... Ah, guck mal, jetzt geht das hier nämlich wieder los. So, Energieschuss. Wo sehe ich jetzt ein Techniklevel? Ich habe irgendwas von römischen Zahlen gehört, gelesen. Ich habe gerade irgendwie nicht wirklich viel erkannt. Ach so, warte mal. Steigert kurzzeitig Wut. Habe ich irgendwas zum Heilen? Heilt KP im Moment vor der Kampfunfähigkeit, aber nur die eigenen, ne? Ja, und der hat eigentlich noch voll gut Dings hier. Wirft schwankende Feinde um. Treffer, Flächenangriff nach vorne. Hier, das ist doch eine gute Idee. Wir können zwar jetzt auch nicht mehr retten vom sicheren Tod, aber so haben wir den wenigstens noch ein bisschen geärgert, ne? Puh, was mache ich denn jetzt mit denen? Also einig sind wir uns alle, dass es wieder Zeit wird für Scharela, nicht wahr? So, dann nehmen wir mal Scharela. Dann muss ich jetzt noch mal ganz kurz, wir hatten heute schon das Thema Kurzzeitgedächtnis, ne? Ich will nur mal ganz kurz gucken, Scharela und Schulk. Waren das die beiden, die schon ein Herzchen hatten? Ja. Oh, die würde ich so ungerne beide ins Team packen, aber ich glaube, das muss ich auch nicht zwangsläufig. So, Riki könnte man noch mit dazu packen.
dann hätte ich halt schon ganz gerne noch irgendwie einen Damage-Dealer. Oder meint ihr, dass Fiora oder Melia das auch hinkriegen könnten? Ich versuch's mal ein bisschen exotisch, okay? Ihr werdet jetzt wahrscheinlich die Hände über den Kopf zusammenschlagen, aber wir gucken mal. Wir gucken mal, wenn die Heilungsmaschinerie im Hintergrund läuft, ob das nicht schon ausreicht, um den Kampf jetzt hier für uns zu entscheiden. Jetzt wird's Nacht. Ist das irgendwie ein Nachteil? Es hieß ja immer, nachts kommen krassere Gegner, ne? Aber ich glaube, der hier ist einheitlich vom Schwierigkeitsgrad. So, jetzt würde ich aber trotzdem ganz gerne erstmal die Kleinen aus dem Weg räumen. Kriegen wir das irgendwie hin? Ich glaube nämlich, Riki hat auch ganz gutes Equipment. Bin nicht ganz sicher, aber wir gucken mal. Also wenn ich merke, die verrecken immer noch zu schnell, dann... bin ich hier irgendwie falsch? Oder muss meine Taktik überarbeiten? Oder muss doch mal Juwelen verbauen gehen? Also irgendwas werde ich da sicher finden. Die Frames hier schon wieder voll am Abstinken sind. Achso, warte, hier ist noch ein kleiner Zwerg über. Ja, aber guck mal, das ist der Schala-Faktor. Wenn die mit dabei ist, dann flutscht das. Dann flutscht das. Aber die hat ihre ganzen Heilsachen auch schon echt ganz gut gelevelt. Das heißt, sie muss jetzt auch gar nicht mehr so krass lange aufladen. So, jetzt haben wir hier 264er, jawohl. Dann helfen wir als Riki jetzt mal hier weiter. 64. Okay, jetzt ist Melia im Bedrängnis, aber direkt wurde er quer geheilt. So muss das. Boah, der hält aber eine Menge aus und dann gibt es ja auch noch zwei davon. Ungeil. Ich komme hier auch gerade mit meiner Dreier-Kombo nicht so wirklich weiter. Okay, der Angriff, der tut weh. Vor allen Dingen ist der imstande, mich hier komplett umzuwerfen, ne? Alle drei, wenn ich Pech habe. Okay, das kann jetzt ein bisschen dauern. Aber solange wir das am Ende irgendwie schaffen, soll mir das egal sein. Es heilt der Riki sogar die Schala. Ist das nicht herzallerliebst? Boah, ey, wenn einer down ist, dann ist der andere echt nur noch Formsache. Ich verstehe nur gerade nicht, warum ich hier links mein Freu-Freu die ganze Zeit nicht einsetzen kann. Dann hätten wir nämlich schon längst hier ein bisschen Combo-Action machen können, aber irgendwie ist das Feld die ganze Zeit inaktiv. Achso, liegt das vielleicht an dem Ring, den ich die ganze Zeit um den Körper habe? Ich glaube, irgendwas ist hier gerade versiegelt und das ist gerade gar nicht gut. Ich habe aber auch den Hinweis bekommen, dass ich nicht wie so eine besenkte Sau immer abhauen soll, wenn diese Ankündigung, Androhung, Vision, whatever hier kommt. Sondern einfach ein bisschen weiterkämpfen soll. In der Hoffnung. Jetzt kann ich hier nämlich versuchen, mal umzuwerfen. Warte mal, ich starte jetzt mal hiermit. Obwohl ich weiß gar nicht mehr, ob der das machen wollte oder ob das der andere war. Keine Ahnung, was weiß denn ich. Lässt Feinde schwank, macht umgeworfene Feinde ohnmächtig. Ist der denn jetzt umgeworfen? Ich weiß es nicht. Ich probier's mal. Ne, er hat widerstanden. Scheinbar nicht. Na gut. So, jetzt kann ich hier Ketten machen. Bringt mir bei der Truppe aber, glaube ich, nicht so viel. Jetzt haben wir hier spezielle Effekte, wenn wir von hinten attackieren. Schade, dass das mit dem Umwerfen nicht funktioniert hat. Jetzt wird nämlich, wenn ich Pech habe, Schala verrecken. Und kann sie dann auch nicht wieder beleben. Wobei, sie ist noch am Leben. Ich kann auch mal wieder heilen. Achso, nee, sie hat sich schon selber geheilt. Fantastisch. Okay, also das ist zäh, aber es ist machbar. Eventuell werden die Mädels nämlich nach diesem hier auch ein Level abkriegen. Ich glaube nämlich, der wird ordentlich was da lassen. Ich tippe so auf 5000. Es sind sogar fast 8000. Okay. So, ey, und ganz ehrlich, mit dem 2 Level ab sollte der Rest jetzt auch nur noch Formsache sein. Zumal der auch schon zur Hälfte runter ist. Und wahrscheinlich die ganzen Flächenangriffe, ne, die hier immer mal wieder gekommen sind. Stehe ich jetzt vor oder hinter dem? Der ist auch so ein Vieh. Man ist irgendwie, obwohl, ne, jetzt stehe ich hinter ihm, glaube ich. Warum macht denn der gerade nichts? Also der Gegner, jetzt greift er wieder an. Alles klar, ich sollte ihn vielleicht nicht unbedingt dazu ermutigen, sondern mich eher glücklich schätzen. Ach, da ist dein Vorne und da ist dein Hinten. Alles klar, da bin ich gerade voll auf der falschen Seite. Au. Ich glaube, der mag kleine Rikis nicht. Der hat einfach so einen richtigen Heldenporn-Komplex, ne?
Der will einfach sein wie Riki und kann es nicht. Der so ein hässlicher M88er Tempo-Typ ist. Ja, und nicht, weil er besonders flink ist, sondern weil er ständig ins Tempo-Tuch rotzt. Ich sag's euch. Der hat ständig Schnupfen, der elende Versager hier. Haben wir sie doch noch platt gemacht. Zwar nicht mit meiner Wunschtruppe und schon wieder mussten wir den Schala-Joker ziehen, aber ist mir egal. So, wir gehen jetzt trotzdem wieder zurück auf die alte Truppe. Und ja, ich habe mir gemerkt und zur Kenntnis genommen, dass ich damit den Freundschaftswert nur unwesentlich beeinflussen kann. Aber trotzdem, dann beeinflusse ich den halt unwesentlich. Aber ich finde das als Orientierungsrichtlinie finde ich das ganz gut so. Besser als gar keine zu haben. So, hier sind wir vorhin schon gewesen. Hey, warte mal. Wie bin ich denn jetzt hier überhaupt in den Schlamassel reingeraten? Ich wollte hier hin, aber das kann ich jetzt immer noch nicht, oder? Der ist auf jeden... Oh! Ach, du Scheiße. Die schaffe ich nicht, oder? Ja, nee, mit der Truppe wahrscheinlich sowieso nicht. Aber, na gut, levelmäßig könnte das drin sein. Ich habe nur... What? Okay, der hat gerade Dunben extrem massakriert. Und nicht nur Dunben. Wir fliehen dann mal. Jungs, einmal bitte abhauen. Bitte, bitte, bitte. Um unser aller Überleben. Please. Hä? Ich bin in der Sackgasse. Okay, aber der haut ab. Okay. Boah, heiliger Vater, ey. Die Gegner sind alle nur so stark, weil der Schlüpper von Ryan alle so aggressiv macht, ey. Ich sag's euch. Das ist die Theorie, die am Ende auch voll der Wahrheit entspricht. So, das ist der Fahrstuhl, der von unten kam. Der bringt uns jetzt nicht weiter. So, okay. Also, was sich in der einen Todeskammer befindet, wissen wir jetzt. Schönen Dank auch. Und hier? Ach, guck mal, hier kommt man sogar ein bisschen weiter rein. Oder war ich hier schon mal? Ich habe keine Ahnung. Wie war das nochmal? Orientierung? Kann man das essen? Gibt man sich das intravenös? Ist das genetisch bedingt? Ja, rastet hier halt alle aus, ne? Bin ich jetzt hier nirgendwo mehr sicher? Ich will doch nur ein bisschen Sicherheit. So lasset mich in Frieden. Ich wollte doch nur gucken, ich bin ein einfacher Besucher. Wie hier alle einfach völlig austicken. Ach, das kann ich betätigen, ich Depp. Da suche ich die ganze Zeit eine Möglichkeit, die Barriere hier entschwinden zu lassen. Und dann ist der Schalter genau vor meiner Nase. Ey, ich bin aber auch ein Honk vom Dienst. So, ey, es gibt hier so viele Viecher jetzt wieder mit Eigennamen. Und das Interessante ist, dass man in dieser Phase des Spiels ja Bücher von denen bekommt, ne? Aber ich wette, sobald wir in der Stadt sind, deswegen gehe ich jetzt weiter, gibt es Missionen und Auftraggeber, die einfach wollen, dass man die umnietet. Und darauf spekuliere ich jetzt und deswegen besteigen wir jetzt den Aufzug. Oh. Oh mein Gott, das ist der Transporter, der uns in die Hauptstadt bringt. Okay, jetzt habe ich langsam Puls. Also ich habe langsam schnellen Puls, versteht ihr? Ich gehe da mal hin. Du hast den Transporter zur imperialen Hauptstadt erreicht. Oh mein Gott. Ich gehe da jetzt hin, auch wenn der Part Überlänge hat. Aber werde dann in der Stadt selbst nicht mehr viel machen. Ich weiß nicht, wie viele Cutscenes jetzt kommen. Aber ich will unbedingt einen ersten Blick jetzt drauf werfen. Advance Nippon Heroes! I see you finally decided to show up. Let's see if we can bust these rust buckets like last time. Think we can do it? We'll get them. With this many troops on our side, we don't even need Shulk's help. You're telling me you're more worried about the kid's schedule? Kinda soft for you, Atharin. Shut up! Get moving! Division 4, defend the barrier. Division 6, assist any wounded Hans. Bring it on! These high entier may be a bunch of sissies, but they've got some pretty nifty gear! That idiot! He'll get his head knocked off at this rate! Ha!
of the Nopon! Go, Nopon, go! Fight like a Hiropon, Ricky! It appears we have gained the upper hand. Sire, if we hold our current position, a great victory is within our grasp. It is still too early to come to that conclusion. The enemy still has hidden forces. Your Highness, enemy reinforcements approaching from above. It's a face squadron. They're here. Divisions 1 to 3, continue supporting the Homs, and encircle the faces! Your Highness, think of yourself! Once the Vanguard has been eliminated, we must join the fight! Better that than die as cowards! Move! Ha! Stick this in your exhaust pipe and smoke it! Who hasn't had a taste yet? Eat this! Should have stayed at home, lousy junk bots! They're doing rather well. I do so enjoy a good show. But they have yet to unleash their power and fulfill their true potential. Deadbeat drones! Come out and face us like real machines! I'll sort out the lot of you scum! Okay. Bevor ich jetzt in irgendein Menü gehe, gucke ich erstmal, was wir noch so an EP hinterhergeschmissen bekommen. Okay. Dann hoffen wir mal, dass alle irgendwie unversehrt aus diesem Ansturm hervorgehen. Ich wollte nicht wieder zurück. Diese Dame in Rot, die da am Ende gesprochen hat, die kennen wir schon, oder? Ich kriege ihren Namen gerade nicht mehr zusammen. Oder haben wir die gerade das erste Mal gesehen? Einige Personen ähneln sich hier so ein bisschen, deswegen bin ich mir nicht so ganz sicher, aber das wird mit Sicherheit auch nicht das letzte Mal gewesen sein. Dafür war sie viel zu detailliert animiert, als dass sie eine unwichtige Nebenrolle spielen würde. Gut, ihr Lieben, ich werde jetzt hier aber keinen Schritt weiter gehen. Wir werden beim nächsten Mal höchstwahrscheinlich die Stadt erreichen. Wir sind eigentlich schon mittendrin und starten dann beim nächsten Mal mit den Wohngebieten und werden hoffentlich viele, viele schöne, spannende Orte sehen und viele Missionen entgegennehmen. Und vielleicht werde ich mir, bevor ich den nächsten Part annehme, auch nochmal in Ruhe den Track hier im Hintergrund anhören. Der wird mit Sicherheit auch wieder was für sich haben. Aber das machen wir alles nicht mehr heute. Ich bedanke mich fürs Einschalten und würde mich sehr freuen, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Macht's gut und bis dahin, wenn ihr mögt. Ciao!